Dieser Mann hat ein schreckliches Verbrechen begangen und will nach dem Gefängnis ein neues Leben beginnen. Aber die Dinge gehen schief. Der Titel des Films ist Sunflower. Los geht's! Ein junger Mann kehrt in seine Heimatstadt zurück und isst in einem örtlichen Café zu Mittag. Danach macht er sich auf den Weg zum Badehaus. Aber aus irgendeinem Grund kann er seinen Spind lange Zeit nicht öffnen. Wir sehen, dass sein ganzer Körper mit Tattoos bedeckt ist. In der Zwischenzeit werden zwei Polizisten Zeugen einer Straßenschlacht, mischen sich aber nicht ein, da sie in Ruhe zu Abend essen wollen. Ein Gangster namens Cheng Mu liest die Zutaten auf einer Pepsi-Flasche und zwingt eine Gruppe von Männern, sie zu trinken. Bald taucht auch die Hauptfigur dort auf. Sein Name ist Tae Chik und wir erfahren, dass er gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Danach trifft sich Tae Chik mit einem anderen Gangster namens Yang Qi. Dieser teilt ihm mit, dass er aus dem kriminellen Geschäft aussteigt und allein sein will. Yang Qi gefällt das gar nicht und befiehlt seinen Kumpels, Tae Chik zu verfolgen. Der Protagonist kehrt in dasselbe Café zurück, wo er mit großer Freude von einer Wirtin namens Tok Cha begrüßt wird. Er nennt sie entweder Tante oder Mutter und die Frau kocht Tae Chik ein Abendessen. Die Tochter der Gastgeberin, Hee Chu, mag den neuen Gast überhaupt nicht, aber sie zeigt ihm trotzdem sein Zimmer. Das Mädchen warnt Tae Chik sofort, dass sie ein ziemlich schlechtes Temperament hat. Am Morgen übergibt Hee Chu dem Gast die Schlüssel zu seinem Zimmer. Der Lokalpolitiker Cho Pen Tso verspricht seinen Wählern, einen großen Markt zu bauen, was sein Publikum begeistert. In Wirklichkeit hasst Cho Pen Tso die einfachen Leute. Eigentlich ist er der Verbrecherboss der Stadt. Tae Chik füllt auf dem Polizeirevier einige Papiere aus. Der örtliche Polizist ist nicht erfreut, ihn zu sehen, denn Tae Chik hat ihn in der Vergangenheit geschlagen und gedemütigt. Er fordert Tae Chik auf, die Stadt zu verlassen, aber dieser verspricht, sich anständig zu benehmen. Der Protagonist besucht den Arzt und die Krankenschwestern sind neugierig auf seine Tätowierungen. Tae Chik möchte sie loswerden, aber der Arzt warnt, dass es eine schmerzhafte und teure Prozedur ist. Tok Cha bricht in das Büro des Politikers Cho Pen Tso ein. Dieser Geschäftsmann will der Frau ihr Kaffee und ein Sonnenblumenfeld wegnehmen. Aber Tok Cha warnt, dass sie es nicht zulassen wird, dass der unverschämte Mann es tut. Zu Hause bietet Tok Cha Tae Chik einen Job in ihrem Café an. Aber er entscheidet sich, in einer Autowerkstatt zu arbeiten. Yang Qi wird sofort darüber informiert. Am Abend verbringen Tae Chik und Hee Chu Zeit auf dem Dach ihres Hauses. Der Mann bemerkt, dass das Mädchen Blut an der Lippe hat. Aber sie lacht nur und weigert sich zu verraten, wer es war. Ein paar Polizisten fahren an der Autowerkstatt vorbei und spionieren Tae Chik aus. Wir erfahren, dass Tae Chik vor 10 Jahren der Verbrecherboss der Stadt war, während Cheng Mu und Yang Qi seine Assistenten waren. Wenn Tae Chik betrunken war, verwandelte er sich in eine echte Bestie. Eines Tages kam ein anderer örtlicher Gangster mit seiner Bande zu ihm, aber der Protagonist besiegt sie alle mühelos. Sieht aus, als wäre er ein Meister der Kampfkunst. Doch Tae Chik ging zu weit und schickte den Anführer der Bande ins Jenseits. Als er ins Gefängnis kam, begannen Cheng Mu und Yang Qi, um den Titel des mächtigsten Gangsters der Stadt zu kämpfen. Der neue Anführer der Verbrecher wurde jedoch bereits erwähnt, Politiker Cho Pen Tso. Aber jetzt sind sich alle sicher, dass Tae Chik seine Macht zurückgewinnen wird. Die Polizisten befragten den Besitzer der Autowerkstatt, um mehr über Tae Chik zu erfahren. Er gibt zu, dass er ein guter Arbeiter ist und überhaupt keinen Alkohol trinkt. Cho Pen Tso drängt darauf, die Beschlagnahme von Land zu beschleunigen und das Problem mit Tok Chas Kaffee zu lösen. Hee Chu ist kurz davor, während einer langweiligen Mathematikvorlesung einzuschlafen. Nach dem Unterricht bemerkt sie Tae Chik. Es stellt sich heraus, dass der Typ kurz davor ist, die Universität zu betreten. Eine Mathematiklehrerin erscheint in der Nähe und schaut ihn traurig an. Während des Gesprächs gibt die Frau zu, dass sie ihn im Gefängnis besucht hat, aber er sich ihr gegenüber nicht geoutet hat. Tae Chik entschuldigt sich und kehrt zu Hee Chu zurück. Das Mädchen erwähnt, dass sie von einem Smartphone träumt. Sie bestellen Straßenessen und unterhalten sich über Mathematik. Einer von Hee Chus Verehrern taucht auf der Straße auf und schlägt Tae Chik sofort nieder. Der Typ wird geschlagen, aber anstatt sich zu wehren, blockt er die Schläge einfach ab. Der Bewunderer zeigt allen sein Herztattoo und wirft noch ein paar Schläge. Dann mischen sich seine Kumpels in den Kampf ein. Als Tae Chiks Hemd zerrissen wird, bemerken alle seine Tattoos. Sie hören sofort auf, ihn zu verprügeln. Hee Chu bringt dem Jungen eine Heilsalbe und bittet ihn, niemandem zu erzählen, was passiert ist. Cho Pen Tso feiert seine Wahl in den Stadtrat. Alle wichtigen Kriminellen versammeln sich zum Abendessen. Auch Cheng Mu und Yang Qi. Der Stadtrat kündigt an, dass er einen Nachtclub namens Orakel eröffnen will und einen Assistenten braucht. Sowohl Cheng Mu als auch Yang Qi träumen von dieser Stelle. Dann beschließt Cho Pen Tso, dass er den Gangster wählen wird, der Tok Chas Café und Land erobern kann. Er ist sogar bereit, zu diesem Zweck eine Planierraupe mitzubringen.
Der Abend endet mit einem Karaoke-Song und einem weiteren Streit zwischen Cheng Mu und Yan Qi. Am nächsten Tag kommt eine Gruppe von Gangstern mit Schlagstöcken zu Tok Shas Haus. Sie brechen in das Café der armen Frau ein und fangen an, das Lokal zu verwüsten. Tae Cheek bemerkt das und packt Cheng Mu an der Kehle. Die verängstigten Störenfriede verlassen sofort das Café. Cheng Mu kommt zu Yan Qi und schlägt vor, dass sie sich zusammentun, um Tae Cheek zur Rede zu stellen. Doch die beiden Männer hassen sich so sehr, also beschließen sie, getrennt zu handeln. Cho Penso sieht, dass das Café nicht abgerissen wurde und wird wütend. Der Fahrer erklärt, dass alle Angst vor Tae Cheek haben. Der Politiker weist sofort seine Assistenten an, diesen gefährlichen Kerl 24 Stunden am Tag im Auge zu behalten. Tae Cheek und Yi Ju füttern ihren Hund. Und dann bringt der Typ dem Mädchen bei, wie man Integrale löst. Es stellt sich heraus, dass er eine Zelle mit einem Mathematiklehrer geteilt hat. Am Abend bringt Tae Cheek seiner Stiefmutter ein Geschenk. Es ist ein neues Paar Schuhe. Die Frau ist gerührt und dankt ihm für seine Freundlichkeit. Tae Cheek hat auch ein Geschenk für Yi Ju. Es ist das Smartphone, von dem sie schon immer geträumt hat. Als Geste des Dankes bringt das Mädchen ihrem Freund eine Tasse Kaffee. Yi Ju ist begeistert von ihrem Geschenk. Sie macht ständig Fotos und Videos. Außerdem findet sie Tae Cheeks persönliches Tagebuch, in dem er alle seine Pläne aufgeschrieben hat. In diesem Moment erinnert sich der Protagonist an seine Zeit im Gefängnis. Das waren extrem harte 10 Jahre. Tae Cheek, Tok Cha und Yi Ju machen gemeinsam ein Picknick. Sie genießen reife Wassermelonen und das Mädchen spielt dem Jungen ihr Lieblingslied vor. Zu Hause machen sie ein gemeinsames Foto als Andenken. Auf dem Rückweg von der Arbeit bemerkt Tae Cheek einen bekannten hinkenden Gangster. Es stellt sich heraus, dass der Mann von ihm verstümmelt wurde. Der Gangster gibt zu, dass er Tae Cheek verziehen hat und rät ihm, die Stadt mit seiner Familie zu verlassen. Cheng Mu und Yan Qi werden über dieses Treffen informiert und werden sehr nervös. Sie haben Angst, dass Tae Cheek den Orakelnachtclub anstelle von ihnen bekommt. Der Protagonist beginnt seine Tattoos zu entfernen. Yi Ju beobachtet diesen Vorgang mit Interesse. Später essen sie zu Abend und planen, die gleiche Universität zu besuchen. Cheng Mu kommt zu Tok Chas Haus und verlangt, dass sie die Stadt verlässt. Aber die Frau weigert sich, das zu tun. Dann richten die Gangster in ihrem Café wieder ein schreckliches Chaos an und stoßen die arme Frau zu Boden. Yi Ju eilt ihr zu Hilfe und stürzt sich auf Cheng Mu. Dieselben Polizisten werden Zeuge dieser Szene, aber tun nichts. Yi Ju rennt zu Tae Cheeks Autowerkstatt. Gemeinsam räumen sie das Café auf. Cheng Mu hat Spaß mit seinen Kumpels. Tae Cheek kommt zu ihm und verlangt ein Treffen mit Cho Penso. Er bittet den Gangsterboss, seine Familie in Ruhe zu lassen. Aber Cho Penso lacht nur darüber. Eine Gruppe verdächtiger Typen kommt zu Tae Cheeks Arbeitsplatz und provoziert ihn zu einem Kampf. Er lässt zu, dass sie ihn verprügeln, aber er selbst schlägt nicht zurück. Danach verprügeln die Unruhestifter den Besitzer der Werkstatt und die Polizisten sehen wie immer nur vom Rande aus zu. Der Verehrer von Yi Ju taucht vor der Tür des Cafés auf. Wir finden heraus, dass der Typ, den Tae Cheek vor 10 Jahren ins Jenseits geschickt hat, Tok Chas Sohn war. Yi Ju belauscht dieses Gespräch und ist verzweifelt. Die Frau gesteht ihrer Tochter, dass sie es geschafft hat, Tae Cheek zu verzeihen, ihn im Gefängnis besucht und sich mit ihm angefreundet hat. Das Mädchen verzeiht dem Hauptdarsteller. Tok Cha kommt noch einmal zu Cho Penso und zeigt ihm das Tagebuch ihres verstorbenen Sohnes. Es stellt sich heraus, dass dieser trickreiche Politiker auch in das Verbrechen von vor 10 Jahren verwickelt war. Da beschließt der Gangsterboss, diese Frau loszuwerden. Der Protagonist erhält einen Anruf von dem hinkenden Gangster, der ihn vor der Gefahr warnt. Tae Cheek kehrt nach Hause zurück und findet Tok Cha betrunken vor. Beim Überqueren der Straße wird Yi Ju von ihrem Verehrer auf einem Motorrad angefahren. Sie stürzt und verliert das Bewusstsein. Das Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht und ihre Familie macht sich Sorgen um sie. Tok Cha ist bereit, ihr Café zu verkaufen und die Stadt zu verlassen, in der Hoffnung, dass die Kriminellen sie in Ruhe lassen. Tae Cheek kommt noch einmal zu Cho Penso und teilt ihm mit, dass sie die Stadt in 3 Tagen verlassen werden. Der Politiker verlangt, dass er ihm die Hand gibt. Er stimmt zu und der Gangster nimmt ein Messer. Zum Glück ist es nur eine Wunde und die Hand kann geheilt werden. Tok Cha erinnert sich an ihr hartes Leben. Sie liebte das Sonnenblumenfeld in der Nähe ihres Cafés, aber jetzt wird es ihr weggenommen. In diesem Moment wird die Frau angegriffen. Es ist Yan Qi. Das Leben der armen Frau ist kurz. Am Abend kehrt Tae Cheek nach Hause zurück und findet die Frau, die er seine Mutter nannte. Es dauert nicht lange, bis ihr Café abgerissen wird. Tae Cheek bemerkt einen Ring, der Yan Qi gehört. Yi Ju kommt im Krankenhaus zur Besinnung und sieht Tae Cheek. Der sagt dem Mädchen nicht, dass ihre Mutter tot ist.
Er schaut sich das Foto von ihrem Familienpicknick an und betrinkt sich dann zum ersten Mal. Cho Pen So bereitet sich auf die Eröffnung des Nachtclubs Orakel vor. Der Mann ist sehr zufrieden mit sich selbst. Er ernennt Cheng Mu und Yang Qi zu Verwaltern. Plötzlich taucht der betrunkene Tae Chik auf. Er fordert den hinkenden Gangster auf, das Gebäude zu verlassen. Es ist Zeit für Rache. Hee-Joos Verehrer mit dem Messer in der Hand wird zuerst niedergeschlagen. Tae Chik setzt den Nachtclub in Brand und stürzt wie ein Dämon auf alle Gangster, einen nach dem anderen. Er ist ein echter Meister der Kampfkunst. Schritt für Schritt bahnt sich der Protagonist den Weg zu den Hauptschurken. Yang Qi verletzt ihn schwer, aber Tae Chik wirft den Verbrecher die Treppe hinunter. Sein Hauptfeind Cho Pen So ist als einziger übrig. Aber es dauert nicht lange, bis er ins Jenseits geschickt wird. Ein verwundeter Tae Chik sitzt in dem brennenden Club und erinnert sich an die glücklichsten Momente seines Lebens. Er entschuldigt sich von ganzem Herzen bei seiner Familie. Einige Zeit vergeht. Hee-Joo besucht eine Mathematikvorlesung und hilft der Lehrerin. Sie sieht sich das Bild ihrer Familie an und macht die gleiche Liste wie Tae Chik. Dem Mädchen wird klar, dass sie ihren Stiefbruder sehr geliebt hat. Gib diesem Video ein Like, um uns nach so einem traurigen Film aufzumuntern. Das war Moviekatze. Bis später, Freunde!